dieser demütigende Vorgang. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland besitzt 12 einsatzfähige Patriot-Feuereinheiten, die uns seit 1989 immerhin 3,048 Milliarden Euro gekostet haben. Die Linke hat immer erklärt, wir müssen darauf verzichten, die modernste Kriegstechnik einzukaufen. Sie ist auch die teuerste. Sie sahen das immer anders. Es gibt kein Land, das Deutschland überfallen will. Wir brauchen überhaupt nicht die modernste Kriegstechnik auf der Welt. Aber damit ist ja auch eine riesige Verschwendung von Steuergeldern verbunden. Aber nun kommt ein neuer Aspekt hinzu. Wer die modernsten Waffen besitzt, wird auch am häufigsten zum Krieg eingeladen. Denn die Türkei bitten ja nur die USA, Holland und Deutschland, weil wir die modernste Technik haben. Vielleicht hören Sie mal auf die Linke und hören auf, immer die modernste Kriegstechnik einzukaufen. Das Zweite. Mit Patriot-Raketen kann man, so sagt es auch der Bundesverteidigungsminister, nicht ein einziges Geschoss abwehren, das bisher aus Syrien in der Türkei eingetroffen ist. Also gar nicht bekämpfbar dafür, eigentlich sinnlos. Nun wird der Verdacht eines möglichen bevorstehenden Einsatzes von Chemiewaffen geäußert. Ich halte den für falsch, weil auch Assad weiß, dass dann die internationale Gemeinschaft einmarschieren würde. Das wird nicht passieren. Aber mit Patriot-Raketen können Sie auch Chemiewaffen nicht bekämpfen. Wieso also wird etwas stationiert, was überhaupt nicht gebraucht wird? Es macht nur in einem Falle Sinn, wenn es eine Flugverbotszone gibt. Aber der Außenminister und der Bundesverteidigungsminister sagen beide, die wird es nicht geben. Ich sage Ihnen, das ist ein schweres Eingeständnis von Untreue. Wir sollen 25,1 Millionen Euro bis zum 31. Januar 2014 für etwas ausgeben, was niemand braucht, nur zur Beruhigung der Gefühle der türkischen Regierung. Da sage ich Ihnen, wenn die türkische Regierung besser schlafen will, dann soll sie endlich mal die Menschenrechtsverletzungen gegenüber Oppositionellen, Kurdinnen und Kurden und Alawiten einstellen. Also Minderheiten lernen, anders zu behandeln. Drittens. Sie kennen die Bedenken von Russland. Sicherheit in Europa kann es nur mit und nicht gegen Russland geben. Und das wissen auch Sie, Herr Westerwelle. Und viertens, die schlimmste Katastrophe, zu der komme ich jetzt, ist eine andere. Sie marschieren mit der Bundeswehr in den Nahen Osten ein, nicht etwa auf Beschluss der UNO. Machen Sie nicht? Ich bin ja noch nicht fertig, in den Nahen und Mittleren Osten. Hören Sie zu, Sie marschieren mit der Bundeswehr in den Nahen und Mittleren Osten ein, nicht etwa auf Beschluss der UNO, nicht etwa um die Einhaltung eines Waffenstillstandes zu kontrollieren, sondern auf Wunsch der Türkei im Rahmen des NATO-Bündnisses und machen Deutschland schon mit dem Einmarsch, erst recht mit dem Abschuss einer einzigen Rakete zur Kriegspartei im Nahen und Mittleren Osten. Genau das darf aber Deutschland niemals werden. Wir können dort eine Rolle als Vermittler spielen, um Gottes Willen aber nicht als Kriegspartei. Die Folgen sind verheerend. Sie wissen gar nicht, was Sie damit anrichten können. Die Türkei, ich wusste, dass Sie sich aufregen, aber Sie müssen mir trotzdem zuhören. Die Türkei stellt sich immer deutlicher gegen Israel. Die Bundesregierung steht immer auf der Seite Israels. Die Türkei unterstützt die Hamas. Die Bundesregierung redet nicht einmal mit der Hamas. Ich habe jetzt keine Zeit zu sagen, was ich davon richtig und was ich davon falsch finde. Aber Sie selbst begeben sich damit in unlösbare Widersprüche. Lassen Sie diesen Schnellschuss. Mir ist es ein Rätsel, dass wieder einmal auch SPD und Grüne zustimmen. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Der Herr Schockenhoff von der CDU hat hier am Mittwoch Folgendes erklärt. Er hat gesagt, wörtlich, da der UN-Sicherheitsrat bis heute blockiert ist und keine wirksamen Maßnahmen ergreifen konnte, war kein anderer Weg möglich, als die syrische Opposition mit Waffen zu versorgen, um das syrische Regime zu stoppen. Ja, ich sage das ganz offen. Soweit sein Zitat. Das muss jetzt geklärt werden. Das wäre völkerrechtswidrig und es würde auch das Recht der Bundesrepublik Deutschland ganz energisch verletzen, wenn da heimlich Waffen nach Syrien geliefert worden sein sollten. Mein letzter Satz. Wir müssen gemeinsam verhindern, dass Deutschland in Anbetracht seiner Geschichte zur Kriegspartei im Nahen oder Mittleren Osten wird. Das Wort hat nun Kerstin Müller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.